Beeilung! Wir kommen zu spät zum Raubüberfall. Harley, willst du Joker zu deinem rechtmäßigen Ehemann nehmen? Ja, Joker. Willst du Harley zu deiner Ehefrau nehmen? Nein. Was? Aber ich dachte, wir lieben uns. Die Hochzeit ist abgesagt. Die Party ist vorbei. Joker, das wirst du noch bereuen. Jetzt bin ich ganz allein. Obwohl, es gibt einen Plan B. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Seid glücklich, ihr tote Tauben. Kitty, bist du bereit für dein Hochzeitsgeschenk? Tada! Willkommen zum Raubüberfall. Ein Überfall? Ist das dein Ernst? Hey, was ist denn los? Das verstößt gegen die Regeln. Kitty, mach schon. Die Bank raubt sich nicht selbst aus. Aber das ist nicht richtig. Wir haben es fast geschafft. Jetzt müssen wir nur noch diese Tür öffnen. Hier ist unsere Belohnung. Was ist denn los? Fang! Da bist du ja. Gefangen. Setz dich hier hin und denk über dein Verhalten nach. Wir haben etwas Wichtiges zu erledigen. Weißt du noch? Sieh dir das an. Wir sind reich. Harley, bist du sicher? Das ist falsch. Hellen Raum keine Banken aus. Was hast du gesagt? Harley, hör auf. Beeil dich. Die Polizei wird bald hier sein. Gold. Ich liebe Gold. Nein. Ich werde alles in Ordnung bringen. Hey. Was hast du vor? Bleib besser aus dem Weg. Keine Angst, ich glaube, du frierst. Du musst Hilfe rufen, bitte. Die Polizei wird bei dir sein. Oh nein, wir sind gefangen. Aber Harley gibt niemals auf. Hände hoch. Nicht bewegen. Beweg du dich lieber nicht. Oh, ich hab verloren. Kitty, nein. Danke für deine Arbeit, Kitnor. Nein, nein, nein. Ich brauche keinen heldenhaften Ehemann. Oh, was für ein seltsamer Traum. Kitnor, es ist vorbei. Au, jetzt krieg ich dich. Oh, warum habe ich nur so ein Pech? Was ist das? Feuer! Hilfe! Hallo? Mir geht's nicht gut. Autsch! Wer bist du? Du bist in guten Händen. Ganz ruhig. Batman? Nicht zu fassen. Das ist keine üble Idee. Okay. Jetzt gehörst du mir. Glückwunsch. Das ist der schönste Tag deines Lebens. Liebe wirkt Wunder. Ja, los. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Für immer zusammen. Und jetzt ein Kuss für Verliebte. Ah, das wollte ich nicht. Bleib mir vom Leib. Hey, vergiss die Liebe nicht. Wir müssen reden. Na? Lass uns das Geschlecht herausfinden. Ich glaube, es ist ein Mädchen. Auf keinen Fall. Ein Junge. Sag das nochmal. Batman, das geht zu weit. Es wird sein... Ah, du liebst mich nicht. Wir bekommen ein Mädchen. Au, ich glaube, es geht los. Ganz ruhig, Harley. Atme, atme. Glückwunsch. Es ist ein gesundes Mädchen. Oh, es ist ein Wunder. Danke, Doktor. Ich liebe meinen Job. Na, Baby, ich bin deine Mom.
Wir werden jetzt deine Windel wechseln. Dad, halt unser kostbares Baby. Das Mittagessen ist fast fertig. Was? Schwarz ist die Farbe eines Superhelden. Du wirst mein Partner sein, Baby. Träum weiter. Schatz, da ist ein Paket für dich. Fang! Oh nein, das ist dein... Unser Mädchen wird keine Superheldin sein. Psst, Mom ist ja hier. Ich bin fertig mit der Milch. Wo sind meine Lehrbücher? Mom, hier sind sie. Schatz, lerne lieber nichts. Es war doch nur ein Streich. Versteht ihr? Seht nur, was Mabel getan hat. Das ist unerhört. Schätzchen, du bist praktisch ein zweiter Picasso. Schatz, das ist sehr schlimm. Batman, du hast einfach keine Ahnung. Harley, du bist durch und durch schlecht. Nimm das zurück. Nimm es zurück. Los, nimm es zurück. Du bist so schlimm. Ich hätte nie mit dir zusammen sein dürfen. Ja, stimmt, da hast du recht. Lass mich einfach in Ruhe. Ich weiß nicht, wo deine falschen Zähne sind. Batman, du bist ein Loser. Wir passen nicht zusammen. Sorry, aber ich verschwinde. Aber wer ist dann mein Ehemann? Ich hab's. Überlassen wir es dem Schicksal. Huggy? Das ist keine schwere Wahl. Auf keinen Fall. Ich werde weitersuchen. Sing? Naja, ich weiß nicht. Natürlich nicht. Wer ist da? Spidey? Das ist interessant. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Oh, das Glück erwartet sie. Wir sollten gehen, Schätzchen. Oh, warte. Wir haben etwas vergessen. Fangt! Meins, meins! Vergiss es! Meins! Hey, immer mit der Ruhe. Nicht streiten. Harley, wir sind spät dran. Willkommen in meinem Versteck. Fühl dich wie zu Hause. Oh, das sind aber viele Spinnenweben. Was ist da drin? Spidey, du bist ein bisschen unordentlich. Unglaublich, oder? Hier muss mal ein bisschen aufgeräumt werden. Aber nicht heute. Ich habe viel zu tun. Ich muss ein Bösewicht besiegen. Schatz, wir müssen reden. Hast du überhaupt zugehört? Oh nein. Wie alt ist diese Pizza? Dreck, Staub, Müll. Dann werde ich mit dem Putzen mal anfangen. Nicht ein Staubkorn kann mir entkommen. Puh, das ist echt hart. Hey, pass auf. Spidey, du bist ein hoffnungsloser Fall. Also, dass es so schwer sein wird, damit hätte ich nicht gerechnet. Was ist denn hier los? Ha, ich bin ein Champion. Ja, ein Champion der Unordnung. Aber es wird keine Spur von Schmutz zurückbleiben. Oh, das stinkt. Spidey, du nervst mich. Nur ein Kuss. Nein, keine Zeit. Ah, eine Katastrophe. So viel schmutziges Geschirr. Und Spinnenweben. Raus. Raus. Und wer soll das hier sauber machen? Ich glaube ich. Ach, ein tolles Ergebnis. Wo warst du? Ich hab geputzt. Ja, cool. Jeez. Wie ist das überhaupt möglich? Das ist alles dein Werk. Mir reicht's. Ich will die Scheidung, Spidey.
Oh, ich bin gerettet. Ich werde nicht in deinem Netz gefangen sein. Oh, ich habe Hunger. Mich kann nur eine Pizza retten. Wie lange dauert es denn noch? Geschieht dir recht, Joker? Oh, mein Mittagessen. Du hast mich gerettet. Und das ist ein Geschenk für unsere Lieblingskundin. Schönen Tag noch. Bye. Was ist da drin? Oh, eine Puppe? Hi, ich bin Ken. Ich bin Harley. Du bist ein echter Gentleman. Oh, was für ein schöner Ring. Jetzt bin ich dran. Stopp. Weiche Hände sind der Schlüssel zum Puppenglück. Oh, er sieht verdächtig aus. Ich bin bereit, dein Ehemann zu sein. Ja, sicher. Und jetzt das Familienfoto. Stopp, warte. Ich muss mich von meiner besten Seite zeigen. Schatz, wir dürfen nicht zu spät kommen. Aber Schönheit ist am wichtigsten. Das reicht. Ich bin bereit für den Raub. Ken? Mach hinne. Ist das für mich? Wie geschmacklos. Ich muss immer gut aussehen. Dieses Verbrechen wird wunderschön sein. Kein Make-up. Wir haben einen Überfall. Fang gar nicht erst an. Los, komm. So, wir sind da. Ken, ist das dein Ernst? Versteck dich besser. Kommen wir zur Sache. Chi-Chi, wow. Was für ein Luxus. Ken, was machst du denn da? Schatz, sieht das gut aus? Oh ja, wir kaufen es. Oh, das ist der schlechteste Partner aller Zeiten. Das ist alles deine Schuld. Stopp. Ups. Es war seine Schuld. Her mit dem Schmuck. Versuch es gar nicht erst. Denk noch mal drüber nach. Oh, schon viel besser. Du kommst ins Gefängnis. Zeig mir dein Puppenlächeln. Das ist nicht fair. Oh. Ken und ich gehören einfach nicht zusammen. Ich werde für immer allein sein. Harley, das ist für dich. Oh, perfektes Timing. Danke. Perfekt. Ups. Ich stecke in großen Schwierigkeiten. Helft mir, meine andere Hälfte zu finden. Schreibt den Namen des perfekten Kandidaten in die Kommentare. Und wer ist hier? Eine Fledermaus mit Reißzähnen? Was wäre, wenn... Schatz, wo bist du? Direkt vor dir. Willst du meine Frau werden? Ja. Okay, nur noch ein Versuch. Wir werden für immer zusammen sein. Ja, für immer. Okay. Jetzt sind wir Mann und Frau. Ein Kuss? Nicht hier. Wir gehen in die Gruft. Ich verspreche es, wird dir hier gefallen. Chi-Chi, wow. Wie stilvoll. Mach's dir bequem. Oh, es ist so romantisch. Los geht's. Ich bin ein Vampir-Genie. Irgendwas stimmt hier nicht. Mir ist heiß. Was hast du vor? Ich widme dir diesen Abend. Ja, süß. Aber mir ist zu heiß. Aber das Rezept verlangt danach. Bellissimo. Ich will das nicht. Hör auf. Heute Abend gibt es Bluteintopf. Aber ich bin nicht lecker. Pfeffer wird das beheben. Ich bin allergisch. Hatschi, ich geh besser. Keine Bewegung. Vergiss nicht die Manieren. Das Abendessen ist serviert. Nein, ich will nicht zum Essen werden.
Wach auf! Hey, wach auf! Harley, was ist denn los mit dir? Hast du beschlossen, unsere Hochzeit zu verschlafen? Heute ist der Tag! Lass uns loslegen! Ich kann nicht glauben, dass dieser Tag endlich gekommen ist. Oh, küss mich. Hey, du, beeil dich. Mach schon. Wir sind heute hier versammelt, um uns zu vereinen. Kannst du dich nicht beeilen? Harley, willst du mich heiraten? Auf jeden Fall. Wir sind für immer zusammen. Chichi, wow. Harley. Joker. Ich liebe euch. Oh nein, nicht schon wieder diese Verrückte. Oh, toll. Ich mag euch trotzdem. Wer will den Strauß fangen? Ich. Wirf schon. Ha, ich hab ihn gefangen. Na gut, hör zu. Von jetzt an gehörst du mir. Verstanden? Ja. Was haben wir denn hier? Joker? Ich brauch das nicht mehr. Nichts wie raus hier. Aber wie konnte das passieren? Er hat mit mir am Tag unserer Hochzeit Schluss gemacht. Irgendwas fühlt sich komisch an. Komm schon, Harley. Atme. Du schaffst das. Hey, warum starrst du mich so an? Oh, das ist so schrecklich. Verschwinde, du Verräter. Ich will dich nie mehr sehen. Er hat mich fallen lassen. Und dieser Vampir ist schuld. Okay, okay, reiß dich zusammen. Du schon wieder, Joker? Nimm das. Au. Das hat echt wehgetan. Harley, schau nach draußen. Ich bin's, Laurie. Sollen das etwa gute Nachrichten sein? Oh, komm einfach rein. Ich werde das bestimmt bereuen. Oh, Harley, du Arme. Das ist so traurig. Hier, ich habe diesen Ring auf dem Boden gefunden. Laurie, du musst das nicht tun. Was? Okay, her damit. Aber, Harley. Okay, Harley, bleib ruhig. Schau, du hast deine Liebesbotschaft mit Kugeln geschrieben. Ich liebe Joker? Oh, es ist trotzdem wahr. Oh nein. Joker. So habe ich ihn immer genannt. Oh, Laurie, was ist nur los mit mir? Hey, beeil dich. Komm her. Ich bin am Verhungern. Geh und besorg mir etwas Essen. Guten Appetit, mein Schatz. Danke. Au, au. Schwachkopf. Weißt du nicht, dass ich allergisch gegen Silber bin? Jetzt werde ich deinetwegen eine Narbe haben. Oh, das tut mir so leid. Hast du nicht etwas vergessen? Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass ich mir eine Pediküre gönne. Also, was hast du da? Zeig her. Ich hab die Liebe meines Lebens gemalt. Ist das Harley? Natürlich nicht. Ich hab nur Augen für dich. Wir müssen uns einen Plan ausdenken. Aber hast du eine Idee? Ah, denkt nach, Laurie, denkt nach. Achtung, Leute, beeilt euch und kauft unsere Einhornflocken. Oh, was? Leckere Einhornflocken? Sie werden dir das Glück bringen, von dem du immer geträumt hast. Oh, ich brauche diese Flocken. Hey, Laurie, komm wieder zu dir. Warte, das fühlt sich an wie Vampir-Hypnose-Kräfte. Sieh mal, Laurie, dieser Vampir muss den Joker hypnotisiert haben. Deshalb hat er mich abserviert. Harley, du bist ein Genie. Ja, ich weiß. Warte kurz, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Stell dir vor, ich stürme direkt in die Höhle des Vampirs und dann... Da seid ihr ja, ihr Turteltäubchen. Oh nein, bitte. Verschone mich. Hasta la vista, Baby. Nein. Laurie, du bist unglaublich. Oh, mein Joker. Harley, endlich sind wir wieder zusammen. Und?
Cool, oder? Oh, ja. Na gut. Tut mir leid. Okay, versuchen wir es. Das riecht so übel. Bereite deine Waffen vor. Okay, alles klar, Bestie. Zeit loszulegen. Au. Komm mit. Ja, klar. Ich glaube, ich sollte das auch greifen. Nur für den Fall. Okay, wir schaffen das. Kaubunga! Oh. Ah, lass uns gehen. Ah, na warte. Ha, jetzt geht's dir an den Kragen. Oh, wer zum Teufel bist du? Joker, schnapp sie dir. Ah, das tut weh. Mein Kopf. Laurie, du bist der Ledig-Blutsauger. Oh, der Ring. Verabschiede dich von deinem Leben nach dem Tod. Ha, das glaube ich nicht. Oh, oh. Enttäusch mich jetzt nicht. Joker, schick sie endlich weg. Ah, Joker, ich bin's. Harley, bitte, du musst mich gehen lassen. Komm her. Oh, ist das hart. Aha, da bist du ja. Harley? Oh nein. Alles nur nicht das. Joker, bitte hör auf. Es ist Zeit für Notfallmaßnahmen. Probier meine Knoblauchbombe. Huh? Was ist passiert? Warte nur. Ich hol dich da raus. Puh. Oh, das ist seltsam. Hey, ich erinnere mich an den Handschuh. Harley, willst du mich heiraten? Oh, Joker. Natürlich will ich. Was? Hey, her damit. Harley, kannst du mich hören? Du musst einfach aufwachen. Harley! Ja, das sollte funktionieren. Oh, okay, pass auf. Wie geht's dir eigentlich? Schrecklich. Keine Angst. Batman ist da. Ergib dich, Harley. Oder kämpfe. Bist du es, Batman? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Du bist so ein Loser, Harley. Du könntest mich nie besiegen, selbst wenn du es versuchen würdest. Nee, nee. Komm schon. Versuch doch, mich zu schlagen. Na los. Au, mein Zahn. Na toll. Joker, ich vermisse dich so. Ah, na schön, ich gebe auf. Was ist überhaupt mit dir passiert? Ah. Das ist eine lange Geschichte. Harley und Joker wollten heiraten. Oh, ist das süß. Aber dann tauchte dieser fiese Vampir auf. Sie hat den Joker hypnotisiert und ihn gezwungen, nach ihrer Pfeife zu tanzen. Der Joker ließ Harley im Stich und... Naja, sie kommt einfach nicht darüber hinweg. Oh, das ist so schlimm. Das ist so traurig. So, jetzt reicht es aber. Harley, schau mal. Das ist eine Tragödie. Wie konnte das passieren? Also gut. Hey Leute, sagt mir in den Kommentaren, ob ich aufhören soll, Harley zu bekämpfen und ihr stattdessen helfen soll. Na gut, dann ist es beschlossen. Geht zur Seite. Harley, warte doch mal. Oh, ja, klar. Gut, ich habe lange genug herumgetrödelt. Ich habe eine Idee. Gib mir nur einen Moment Zeit. Ich glaube, ich habe es hier irgendwo versteckt. Ja, ich hab's gefunden. Hm, dein Versteck ist in meinem Haus? Folgt mir einfach. Hey, wenn sich jemand von euch an das Passwort von Batman erinnert, sagt es mir in den Kommentaren, okay? Willkommen in meiner bescheidenen Behausung. Oh, das ist aber schön hier. Ja, nicht übel. Wow, das gibt's doch nicht. Ist das das Kostüm von Spider-Man? Ja, genau. Pow, pow, pow. Und das ist Ladybugs Kostüm. Und Huggy Wuggy auch? Naja, ich habe viele Talente. Oh, verstehe. Laurie, hör auf. Wir sind hier, um Joker zu retten. Erinnerst du dich?
Ja, klar. Okay. Nimm das. Ah, das ist schwer. Seht her, das legendäre Degenmittel für Vampire. So besiegen wir diesen schrecklichen Vampir. Ah, oh, wie toll. Hey, was machst du da? Das ist unsere einzige Chance auf den Sieg. Also gut, seht euch das an. Wow, ziemlich cool. Hang, genau ins Schwarze getroffen. Und so besiegen wir den Vampir. Du bist ein toller Schütze, Batman. Also gut, bereit? Na dann los. Ja, wir haben es endlich geschafft. Das ist das Ende, Blutsauger. Bring mich nicht zum Lachen. Oh, wie hast du das gemacht? Oh nein, jetzt sind wir in Schwierigkeiten. Joker, greif an. Nimm das. Oh, tut mir leid. Batman, nein, das wirst du mir büßen. Ah, lauf lieber weg, du dummes kleines Mädchen. Lass uns gehen, Laurie. Nein, nein, bitte. Glaubst du immer noch, dass du eine Chance gegen mich hast? Oh ja, die hab ich. Weil ich Laurie, die Vampirjägerin bin. Ah, böser Junge, Joker. Laurie, pass auf. Hey, das ist das Gegengift. Ich muss es in die Finger bekommen. Kostet es, was es wolle. Nicht so schnell, Fräulein. Hast du wirklich geglaubt, dass es so einfach sein würde? Aber ich hab... Oh. Er ist bewusstlos. Und Laurie ist in der Gewalt des Jokers. Hey, lass mich los. Okay, Leute. Soll ich mich einfach ergeben? Oder soll ich weiterkämpfen? Ich denke, es ist klug zu wissen, wann man aufgeben muss. Glückwunsch, du hast gewonnen. Haha, das Böse hat wieder einmal gesiegt. Was? Ist das Silber? Was ist hier eigentlich los? Harley? Joker, du bist wieder da. Oh, Harley, ich hab dich vermisst. Ja, endlich seid ihr wieder zusammen. Oh ja, für immer. Nichts wie raus hier. Schön, ich komme mit. Merkt ihr meine Worte, Harley? Es ist noch nicht vorbei. Hey Leute, lasst uns tanzen. Chichi, wow, McKitty ist hier. Oh, das ist mein leckeres Abendessen. Ah, brech die Mission ab. Das ist so cool. Diese Party ist unglaublich. Ja, stimmt. Wir müssen das feiern. Oh Mann, diese Getränke. Sag Cheese. Oh, die spielen mein Lieblingslied. Moment, wo ist Harley? Keine Ahnung. Oh nein, alles nur nicht das. Schaut doch, arme Harley. Was ist mit dir passiert? Das werden wir herausfinden. Sing, überprüfe ihren Puls. Was ist denn? Erschreck uns nicht so. Oh, es sieht nicht gut aus. Ich fühle mich nicht gut. Reiß dich zusammen. Oh, ich weiß schon. Du steckst dahinter. Also, wir müssen eine professionelle Meinung einholen. Also gut, Leute. Applaus für den tollen Detektiv. Den Albtraum aller Kriminellen in Wow City. Detektiv Tyler. Was ist denn mit dem los? Also, Ladies, wo liegt das Problem? Eben war sie noch munter. Und jetzt? Na schön, bleibt ganz ruhig. Ich kümmere mich um alles. Also, darf ich? Wir haben hier die Leiche dieses armen, unglücklichen Opfers. Und das bedeutet, es ist Selfie-Zeit. Was? Was für ein Trottel. Achtung, Leute. Ich habe einen wichtigen Hinweis gefunden. Diese Spuren werden uns direkt zum Täter führen. Komisch. Wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Oh, komm schon. Das sind doch deine Abdrücke. Echt? Oh, stimmt. So kommen wir nicht weiter. Okay, du steckst dahinter. Bitte, Detektiv. Du musst dir erst meine Geschichte anhören. Ich glaube, Harley hat getanzt und sich mit ihrem eigenen Schläger geschlagen. Das kann nicht sein. So war es überhaupt nicht. Harley hat getanzt. Und dann wurde sie vom Blitz getroffen. Hang!
Hey, Detektiv, du hörst ja gar nicht zu. Also, wie findest du meine Idee? ja. Oh, das bringt doch nichts. Und wenn es so gewesen wäre? Hi, Sing. Au. Oh, das habe ich nicht verdient. Nein? Die einzige Möglichkeit, die bleibt, ist der Vampir. Lecker. Warte, ich wollte doch nur... Scheint so, als hätten wir unseren Verdächtigen genau hier. Warte kurz. Das sind Bisswunden. Also gut, Leute, ich brauche eure Hilfe. Was glaubt ihr, wer wirklich hinter Harleys Tod steckt? Sagt es uns in den Kommentaren. Echt? Der Vampir? Danke für den Hinweis. Hände hoch, Blutsauger. Ich werde eine Blutprobe nehmen. Und ab damit ins Labor. Na gut, mal sehen. Gleich werden wir es herausfinden. Okay, es ist soweit. Ja, ich sehe es. Zeit für die Stunde der Wahrheit. Dafür kriege ich auf jeden Fall den Preis als Detektiv des Jahres. Dann mal los. Eine Tomate? Ich mag meine Burger mit viel Ketchup. Na und? Oh, das darf nicht wahr sein. Her damit. Diesmal hast du noch Glück gehabt. Es muss doch noch andere Hinweise geben. Hat diese Spur ein Jojo hinterlassen? Wen habe ich denn mit einem Jojo gesehen? Du willst doch nicht etwa sagen, das gehört mir nicht. Du, nein, ich habe damit nichts zu tun. Komm mit, junge Lady. Ich weiß, dass du etwas verheimlichst. Glaub mir, du willst dich nicht in meine Ermittlungen einmischen. Das würdest du sehr bereuen, Ladybug. Oh, kleines Pikachu. Hey, keine Zeit für Spielchen. Gib es zu, du hast Harley getötet, stimmt's? Nein, hab ich nicht. Ich wollte doch nur ein bisschen herumtanzen. Aber dann ist er aufgetaucht. Mein heimlicher Schwarm, Cat Noir. Er kam auf mich zu. Und ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Ich habe mich so gefreut, ihn zu treffen. Hey, Ladybug, du hast deine Handtasche vergessen. Harley? Verschwinde von hier. Au! Sorry, ich wollte nicht stören. Ich gehe da mal. Und so ist es gewesen, ich schwör's. Gut, ich glaube dir. Okay. Kommt alle mit. Wer könnte von Harleys Tod profitieren? Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Bingo! Ich kann nicht glauben, dass mir das nicht schon früher eingefallen ist. Der Mörder muss hier irgendwo seine Fingerabdrücke hinterlassen haben. Ah, seht ihr? Ich hab's doch gesagt. Da sind sie, genau hier. Also, ich muss mir eure Fingerabdrücke ansehen. Ladybug, du bist zuerst dran. Keine Angst, du hast doch nichts zu befürchten, oder? So weit, so gut. Jetzt bist du dran. Klar doch. Sieht so aus, als würde uns noch Sing fehlen. Komm schon, Kumpel. Ah, jetzt hab ich dich. Bleib stehen. Du wanderst in den Knast, kleiner Schurke. Aber vorher musst du mir sagen, warum du das getan hast. Du hast 10 Sekunden Zeit, Kumpel. Detektiv, Sing war es nicht. Hier, ich habe während der Party ein paar Fotos gemacht. Ich weiß, wie es abgelaufen ist. Oh, wow, du bist unglaublich, Sing. Ja, zeig uns, was du drauf hast. Chichi, wow. Sieht so aus, als wäre es Zeit für einen Tanzbattle. Und Zeit für eine Welle. Es ist entschieden. Sing ist der Star auf dieser Tanzfläche. Seht ihr, Sing ist unschuldig. Ja, okay. Es passt alles zusammen. Du darfst gehen. Ich muss weitermachen. Bin ich der Einzige, der sich über diesen furchtbaren Kratzer Sorgen macht? Ja, das ist ziemlich fies. Aber wer hat schon so große Krallen? Nee, das nicht. Das auch nicht. Nein. Ha, ja, das ergibt Sinn. Besties. Okay, wo waren wir? Kitty, zeig mir deine Krallen. Nein, nein, nein. Das war keine Frage. Nein. Niemals. Ich bin unschuldig.
Das wird sich zeigen. Na los, gib es zu. Du hast Harley kaltblütig umgebracht. Lass es mich erklären. Auf der Party habe ich einen wunderschönen Schmetterling gesehen und ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich musste ihn einfach fangen. Die Raubtiere haben starke Instinkte. Jedenfalls ist der Schmetterling auf Harleys Schulter gelandet. Ich habe mich auf ihn gestürzt und dann habe ich Harley aus Versehen gekratzt. Au! Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Komm her, Miezekätzchen. Es tut mir so leid, das wollte ich nicht. Aber Harley hat einfach nicht auf mich gehört. Sie hat mich in einen Mülleimer gestopft. Das war so peinlich. Kapiert? Ich hab nichts getan. Ah, das war's. Was mache ich jetzt? Moment, was haben wir denn hier? Hey, kannst du mich sehen? Mädels, schaut doch mal. Da ist Harley. Und da ist Detektiv Tyler. Warte, ist das Batman? Wir müssen uns beeilen. Hey, wir haben jemanden gefunden. Wednesday, Hilfe. Aha, er steckt dahinter. Er muss es einfach sein. Wo bin ich? Was ist hier los? So, wir haben unseren Hauptverdächtigen. Du musst dich besonders anstrengen, um dich aus der Affäre zu ziehen, Kumpel. Ich habe Harley nichts getan. Ich meine, ich wollte es, aber ich konnte es nicht. Ich schwör's. Ich bin zur Party gekommen, bevor sie überhaupt angefangen hat. Ich wollte eine Falle bereitstellen und den Bösewicht überrumpeln. Hallo? Wir haben unseren Schuldigen. Du gehörst hinter Gitter. Bitte, du machst einen Fehler. Hm? Was ist denn mit ihr los? Was ist denn los? Oh, ich hab Hunger. Und diese Sandwiches sehen so lecker aus. Gut, es dauert nur einen Moment. Lecker, lecker. Au! Er ist unschuldig. Ist das so? Um ehrlich zu sein, ja. Oh, ich kann nicht glauben, dass das immer wieder passiert. Nicht schuldig. Was soll's. Also, kann ich jetzt gehen? Danke. Ich glaub immer noch, dass du es warst. Hey, warum schaust du mich so an? Ich hab nichts getan. Warte. Was ist mit Detektiv Tyler? Was? Wir haben dich. Was könnt ihr mir nicht antun? Bitte, ich flehe euch an. Verschont mich. Es wird Zeit, dass du auspackst. Wo warst du, als Harley starb? Und wehe, du lügst. Nein, hört auf. Ich werde euch alles erzählen. Ich bin also früh morgens aufgewacht und habe meinen Tag wie immer begonnen. Mit ein bisschen Sport und einem gesunden Frühstück. Ich liebe Bananen, wisst ihr? Danach habe ich meine Treffsicherheit geübt. 10 von 10. Bin ich toll oder was? Dann bemerkte ich plötzlich eine weitere Banane. Aber als ich gerade in diese Köstlichkeit beißen wollte, habt ihr mich gerufen. Und dann, naja, bin ich hierher gekommen. Das macht Sinn. Aber wir haben den Mörder immer noch nicht gefunden. Miau, es ist die Banane. Jetzt wollen wir uns mal die Geschichte anhören. Eine Banane, das perfekte Frühstücksgericht. La, na, na. Lecker. Hey, was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Ich kann's nicht glauben. Der Fall ist abgeschlossen. Aber das bedeutet, dass Harley noch lebt. Wir müssen sie aufwecken. Hallo? Oh, es klappt nicht. Oh, ich weiß. Wir müssen den Joker rufen. Hallo? Können wir denn gar nichts tun? Oh, das gibt's doch nicht. Hey, was ist denn hier los? Los, Detektiv. Weg da. Okay. Ja. Hey, wach auf. Oh, ist das süß. Wow. Hör auf zu starren. Wo bin ich und warum tut mein Kopf so weh? Oh. Ein Glück, geht's dir gut.
Kein Glück. Hey, oh, ich hab dich so vermisst. Oh, ist das nicht süß? Oh, bitte entschuldigt mich. Komm, Harley. Oh ja, es gibt noch so viele Verbrechen zu begehen. So, Zeit für eine vampirische Mittagspause. Rein zu meinem Leben. Jetzt hab ich dich, kleine Fledermaus. Das war's für dich. Komm schon, Held. Sieht so aus, als hätte das Gesetz wieder einmal gesiegt. Oh, ouch. Oh nein, nein. Was? Ein Notfall? Alarm! Wir haben eine Gehirnerschütterung. Warte, Harley, reiß dich zusammen. Ich schätze, das war's für uns. Oh nein, ein Patient ist in Gefahr. Ich muss schnell handeln. Bereit oder nicht, ich komme. Reißzähne? Daran könnte ich mich gewöhnen. Ich helfe immer gerne. Zeit, mein neues Unleben zu beginnen. Wir werden so viel Spaß haben. Was ist mit mir passiert? Oh, wer bist du denn? Hi, du. Ich bin Dr. Courtney. Versuch mich zu fangen, Harley. Hey, lass uns nichts überstürzen, okay? Das war's für dich. So, Batman, die Spielzeit ist vorbei. Du entkommst mir nicht. Harley, du hattest gerade eine Gehirnerschütterung. Du musst dich ausruhen. Was meinst du mit Gehirnerschütterung? Meinem Kopf geht es gut. Harley, du bist jetzt ein Vampir. Hä? Ein Vampir? Hier, sieh doch selbst. Du hast kein Spiegelbild. Ist das nicht offensichtlich? Reißzähne, Durst nach Blut, gruselige rote Augen. Es ist sonnenklar. Du bist ein Vampir. Vampir? Oh, ich glaube, ich könnte etwas Essen gebrauchen. Warte, ich verhungere. Nur einen Moment. Was möchtest du? Hello Kitty isst Katzenfutter. Zombies essen Gehirne. Und Vampire trinken Blut. Bist du dir das sicher? Eigentlich klingt das gut. Nein, ich bin zu jung zum Sterben. Oh, beeil dich. So ist es besser. Ja, Volltreffer. Tut mir leid. Ups. Was haben wir denn hier? Stimmt, ich kann da jetzt fliegen. Na dann los. Okay. Ich habe noch ein paar Vampirsachen zu erledigen. What? Es ist noch zu früh für dich, um zu fliegen. Ich bin Harley. Ich schaff das. Oh, siehst du? Ich hab's dir doch gesagt. Mir geht's gut, glaub ich. Ah, mein Finger. Ich glaube, das war's für mich. Schauen wir uns deine Verletzungen mal an. Hey Leute, holen wir uns die Likes. Lasst uns einen neuen Blickwinkel einnehmen. Ich fühle mich nicht so gut. Okay, Harley. Du brauchst einen Verband. Das wird nicht wehtun, versprochen. Sieht so aus, als bräuchtest du die Hilfe eines Helden. Hey, vorsichtig. Oh, ich fühle mich schon besser. Du brauchst mir nicht zu danken. Ich tue nur meinen Job. Habt ihr das gesehen? Und Harley, wie geht's dir? Ich muss fliegen. Oh, das klappt nicht. Hey, könnt ihr mir helfen? Je mehr Likes ich bekomme, desto leichter werde ich mich verwandeln können. Chichi, wow. Wir haben es geschafft. Danke. Ihr habt ihren Traum wahrgemacht. Puh, was für ein nerviger Patient. Hm? Du schon wieder? Oh. Au. Weißt du nicht, dass Sonnenlicht Vampiren schadet? Was? Oh, stimmt. Ich kann nicht glauben, dass ich das vergessen habe. Ich verbrenne. Hilfe. Wer ist da? Oh, ich bin nur Amber. Bleib weg von uns. Drehen wir die Heizung auf. Du musst dich abkühlen, Harley. Die beste Behandlung für Verbrennungen sind niedrige Temperaturen. Bist du bereit? Ja, aber beeil dich. Oh, es ist viel zu heiß.
Das müssen wir ändern. Bleib stehen. Bitte, kein Applaus. Und jetzt der letzte Schliff. Oh, toll gemacht. Das ist Eiszauber. Gut, sieht gut aus. Jetzt gib mir dein ganzes Geld. Aber ich habe doch gar kein Geld. Das ist alles, was ich habe. Snacks? Die sehen ziemlich lecker aus. Lasst uns die süßeste Party aller Zeiten feiern. Party Time! Süßigkeiten sind gut für dich, weißt du? Wer als Letzter anfängt zu tanzen, ist ein Loser. Au, das tut so weh. Ich brauche einen Arzt. Au. Oh, was soll ich nur mit dir machen? Also gut, Harley, mach's dir bequem. Kriegst du das wieder hin? Klar kriege ich das wieder hin. Oh nein. Hey, sei nicht so ein Angsthase. Harley, was ist denn los? Bleib weg von mir. Du willst jetzt schlafen. Ich werde schlafen. Jetzt muss ich nur noch diese fiesen Reißzähne putzen. Oh, wer ist da? Du sitzt in der Falle. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Diese Reißzähne sind blitzsauber. Wir sind hier fertig. Komm, ich helfe dir. Du kannst dich von deinem Zahnverfall verabschieden. Das nenne ich mal saubere Arbeit. Oh, du. Hm? Meine Reißzähne tun gar nicht mehr weh. Danke, Doc. Oh, warte. Ein Moment. Hey, Joker. Du bist es. Oh, ich hab dich so vermisst. Ich hab Neuigkeiten. Sieh dir das an. Reißzähne? Oh nein, alles nur nicht das. Puh. Oh ja, ich hab hier das Sagen. Hey, du kannst hier nicht reinkommen. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich mach dich fertig. Du kannst meinem Gestank einfach nicht widerstehen. Ha, das werden wir ja sehen. Ha, du bist erledigt. Ich hab's dir ja gesagt. Wir verlieren sie. Bitte, Harley, bleib bei mir. Nein, nein, nein. Ihr armes Herz hat den Schmerz einfach nicht ertragen. Was ist hier los? Ich glaube, Joker hat mit mir Schluss gemacht. Und dann bin ich gestorben, oder was? Hey! Ich muss zurück in meinen Körper. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich brauche eure Likes. Ich bitte euch. Wahnsinn! Ihr seid die Besten. Es hat geklappt. Ich bin wieder da. Vielen Dank. Ich habe noch etwas zu erledigen. Bye, bye, für immer. Wir sind fertig miteinander. Und ruf mich nie wieder an. Hatschi. Bye, bye. Hatschi. Hey, ich glaube... Hatschi. Das könnte ansteckend sein. Aber du hast Glück. Ich habe hier ein Heilmittel. Beeil dich bitte. Zeit für ernsthafte Wissenschaft. Harika! Mia! Wir brauchen mehr Mikroben. Jetzt geht es los. Chichi, wow! Das ist ein wissenschaftlicher Durchbruch. Zeit für dich, die Welt zu erobern. Los! Du bist dran! Dann wollen wir mal los. Oh ja! Hatschi! Also gut, Harley, du musst diese Medizin nehmen. Ich werde alles tun. Das Experiment war ein Erfolg. Hi, du. Bakterien haben hier nichts zu suchen. Jetzt bist du nicht mehr krank. Oh, ich bin wieder gesund. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Stimmt, her mit dem Geld. Echt jetzt, Harley? Schon wieder? Ach komm schon, das war doch nur ein Scherz. Umarmen wir uns. Aber ich habe so einen Durst. Kann ich etwas davon haben? Nein, kannst du nicht. Lecker. Ah, das fühlt sich komisch an. Au, verwandle ich mich schon wieder? Und wer bin ich jetzt?
Harley, du hast das getrunken. Es ist ein Nerdtrank. Hm. Oh, Bücher sind am besten, oder? Du musst dagegen ankämpfen, Harley. Beweg dich, Dummkopf. Hm. Okay. Ja, klar. Na dann, an die Arbeit. Ich hab hier das Sagen. Wissen ist Macht. Lass uns unsere Liebe zum Lernen auf die Spitze treiben. Harley, bitte. Du weißt, was du tun musst. Auf keinen Fall. Wenn das so ist, muss ich das versuchen. Oh, warum mache ich nicht einfach? Erkennst du ihn, Harley? Das ist... mein Traummann. Ich liebe ihn so. Harley, wach auf. Er muss unbedingt mir gehören.